wisst ja, dass ich eine neue Rubrik gerade mache im Bereich Reaction. Das möchte ich einfach nutzen, um anderen mehr Plattform, Reichweite zu geben und vielleicht auch euch lieben Zuschauern da draußen die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch neue Leute zu treffen, neue Ideen zu entwickeln, die euch weiterbringen, anderen Leuten zu folgen, Liebe zu verteilen und wie gesagt, euer Sims 4-Spiel noch kreativer zu gestalten. Heute möchte ich euch eine absolut grandiose Streamerin sowie aber auch eine absolut grandiose Sims-Challenge vorstellen. Ja! Ab und zu schaffe ja auch ich es mal, in Streams reinzuschauen. Nice! Und ich hatte so einen Moment, da dachte ich so, MCC News? Guck auf ihren Discord und guck in diesen Reiter, der heißt MCC News und sehe das hier. Und dachte ich schon, ja gut, soll das sein? Habe dann weiter im Stream zugehört und gewartet und habe sie dann persönlich angeschrieben. Und liebe Freunde, das hier, was ihr hier seht und auch anderen Sachen, die ihr hier seht, sind richtige Zeitungsausschnitte aus Dingen, die in ihrem Let's Play passieren. Nein, doch. Das heißt, sie hat mit ihrer Community zusammen eine neue Challenge entwickelt. Die nennt sich, extra hier notiert, ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergebe, die Multiplayer Community Challenge. Die Challenge sieht so aus, du kannst in ihrem Let's Play bei Twitch ein Haus mieten bei Sims und dafür eine Familie erstellen. So sieht dieser wunderschöne Reiter aus. Und du bietest dieses Haus, du erstellst deine Familie, kannst eine sehr tiefe Geschichte zu dieser Familie schreiben. Das seht ihr auch hier, zum Beispiel Sunnys Nachbarschaft, das ist Willow Creek. Dann steht da Haus von Michelle zum Beispiel. Und dann steht da auch hier, wohnt die Familie Smith. Wer das ist, mit tiefen Geschichten dahinter. Das Haus von Sandy, da wohnt die Familie so und so und die haben die und die Jobs. Und so zieht sich das mit jeder Familie durch. Du mietest also ein Haus, erstellst eine Familie, schreibst eine Geschichte dazu und kannst dann mit Kanalpunkt bei ihr im Stream dein Sim steuern. Zum Beispiel so Sachen wie, ich möchte, wow, dass der und der in der Familie, die ich erstellt habe und das Haus, was ich gemietet hat, ein Kind kriegt. Was auch immer. Es passieren aber natürlich auch viel in diesen Familien. Und es sind ja auch viele. Also wenn ihr mal hier an der Seite guckt, das ist jetzt erstmal nur die Nachbarschaft Willow Creek und die ganzen Häuser. Dann hast du Nachbarschaft Oasis Springs und die ganzen Häuser. Also es geht wirklich in alle Nachbarschaften rein. Und dann auch tausende von Häusern, die schon besetzt sind. Und dann ist nämlich das Krasse, um auf dem neuesten Stand zu sein, gibt es entweder aktuelle Nachrichten. Da wird zum Beispiel Ankündigungen gemacht, da werden Sachen gesucht und jede Woche kommen Zeitungsartikel raus. Und dann habt ihr so grandiose Zeitungsartikel wie, da hat jemand eine Kaffeeeröffnung gemacht und alle zu seinem Kaffee eingeladen. Eine unfruchtbare Frau bekommt Zwillinge. Genauso habt ihr so coole Sachen wie Anzeige, InDesigner gesucht oder Partnersuche. Ich bin Carina, leidenschaftliche Pferdefreundin mit einem geretteten Pferd, suche einen Partner. Und so habt ihr jede Woche sogar, ihr habt sogar eine Wetterkarte, was für Wetter stattfindet. Ihr habt einen Rätselspaß. Dann gibt es immer so Extrablätter. Das sind meistens so Sachen, die dann die Streamerin selber plant. Sei es an irgendwelchen coolen Challenges oder aber auch, wenn sie zum Beispiel irgendwelchen neuen Merch hat. Und so kann man sich hier durchlesen. Und das hat mich so umgehauen, weil ihr habt hier sogar Geburtsanzeigen von Kindern, die da geboren wurden. Ihr habt Adoptionsanzeigen. Da wurde in irgendeiner Familie eine Katze geboren. Und ihr könnt sagen, oh, meine Familie, da wird das gut reinpassen. Wir adoptieren eine Katze. Und so zieht sich das durch und ich finde es absolut grandios, was hier auf die Beine gestellt wurde. Was sie auch mal zum Beispiel hatten, dass in einem Stall ein Platz, ein Stellplatz ist frei geworden in einer Ranch für ein Pferd. Du konntest dich dafür bewerben. Das alles findet jede Woche da statt. Unter diesem wunderschönen Reiter Multiplayer Community Challenge, wo ihr Punkt 1 Aufrufe habt, wie Inselkinder räumen den Strand auf, große Ankündigungen und so weiter. Und dann kommt auch jede Woche Zeitungsartikel raus. Ich möchte das einfach jetzt mal hier nutzen, um euch das zu zeigen, um auch ein Shoutout für die liebe Safirina zu machen. Das ist die wunderschöne Seite von der lieben Safirina und die schicke ich euch auch mal jetzt rein und die werde ich natürlich auch im YouTube-Video unten verlinken, dass ihr da mal Liebe lasst, weil ihr reinschaut. Genauso auch den Discord, wo ihr das alles mit der MCC-Zeitung findet und mitmachen könnt. Meine Frage an euch ist, wollen wir zusammen als Community ein Haus anfragen zum Anmieten, zusammen das bauen, also gestalten,
gestalten, zusammen eine Familie gestalten, die uns und unsere Community widerspiegelt. Aber da sehe ich eindeutig ganz, ganz, ganz viele Ja's. Dann werde ich also hier auf Twitch euch fragen, aber genauso auch mal eine Abstimmung unter dem Video machen, ob wir das machen sollen. Schaut bei dieser wundervollen Frau vorbei. Es ist eine ganz, ganz, ganz liebe, tolle Person, die mir sehr am Herzen liegt. Doppeltes Ja. Sehr schön. Ich werde definitiv beides unten im YouTube-Video verlinken, ihren Discord sowie ihren Twitch. Und dann guckt gerne, gerne vorbei und lasst Liebe da. Abonniert mich sehr, sehr gerne auf YouTube, um nichts zu verpassen. Und verteilt Liebe, denn es ist das Schönste und Wichtigste, was wir haben. Und in den Worten von Kopfinhalt, grüße meinen Mathelehrer. Hab deine Formel nie gebraucht. Danke für nix, sag ich. Schaut doch mal dieses Video rein. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Eure Rania. Ciao.